Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Immer noch am Ende der Welt. Genauer gesagt, im Fern des Bösen. Was sind die zwei Striche davor überhaupt immer? Das habe ich noch nie verstanden. Es ist überall, glaube ich. Und ja. Ja, Fern des Bösen. Was auch immer ein Fern ist. Aber ich bin mir sicher, Kinder ohne Altersbeschränkungen wissen es. Weil das Spiel ist, glaube ich, ohne Altersbeschränkung. Ab 6. Also jeder ab 6 weiß, was ein Vieren ist. So. Von da kamen wir. Also, wo sind wir jetzt überhaupt? Weltenkarzer. Ja, aber das ist ein Karzer. Spiel einfach nur diesen mysteriösen Look, ne? Wenn man irgendwelche Worte reinpollert, die kein Schwein kennt. Wir sind Travers. Und da sind Ritter, die viel aushalten. Okay, gut, dann kann ich ja vielleicht auch ein paar Materialien bekommen, wenn ich gegen verschiedene Gegner nur kämpfe. Aber jetzt mich. Hey. Donald. Ich wollte erst seine Ausrüstung noch so ändern, damit er mehr Verteidigung bekommt, aber weiß nicht, ob es das irgendwie bringt. Da hilft, glaube ich, nur Level. Glaube ich. Ich wollte schon sagen, wann kriege ich mal wieder ein Level ab? Nein! Ich wollte sagen, ich war neugierig, ob ich da verschwinden kann, aber trotzdem. Aber die Gegner spawnen jetzt nicht immer alle neu. So, ich muss jetzt genug haben, um irgendwas zu bekommen. Volltreffer plus. Das könnte zum Beispiel nicht schlecht sein. Habe ich schon einen? Ja, habe ich. Nehmen wir Volltreffer plus noch rein. Für mehr Volltreffer. Auf meine letzten Gegner, perfekt. Rubinstein. Vielleicht kann ich das Gebiet auch gar nicht verlassen, wenn ich noch nicht alle erledigt habe. Kann ich auch mal versuchen im nächsten Raum, sag ich mal. Ich glaube, man kann die Dinge auch skippen, ne? Ja, kann man. Muss gar nicht Dinger bekämpfen. Egal. Muss dann natürlich jetzt herausgefunden werden. Ja, bringt's nicht. Ein Pyro-Shooter. Gib mir die ganzen Sachen. Wahrscheinlich brauche ich die alle. Wenn ich wieder nichts herstellen kann. Euch Magier brauche ich auch noch was. Die haben mal früher mehr Attack-Punkte gegeben als Erfahrungspunkte. Wie kam das? Ja, gut. Da ist der Tee. Der ist der Tee. Erwache und gib mir deine Hand, irgendwie so was. Also ich mal, was da für eine Sprache ist. Ich glaube, das soll lateinisch sein. Latein meine ich, bin mir aber nicht sicher. Jetzt müssen wir zum Dschungel kommen, ne? Oder auch nicht. Puff! Sagst du dazu, ist nicht erwartet, ne? Einfach Zurückschlag. Der Hades Cup wird da schon angezeigt. Kleiner Fun Fact, wenn man zu einigen Welten, man kann ja auch einige Welten theoretisch überspringen, um das Spiel durchzuspielen. Man kann zum Beispiel Monster überspringen.
ohne irgendeine Cutscene da drin zu aktivieren, wo man Rico begegnet. Wenn man Monstro macht, nachdem man Hollow Bastion gemacht hat, dann ändern sich die Cutscenes ein bisschen. Ich glaube, Rico wird dann ein bisschen stiller oder redet gar nicht mit ein, weil er zu dem Zeitpunkt von Anselm beherrscht wird. Wenn man diese Welt hier macht, nachdem man Hollow Bastion erledigt hat, dann taucht, wenn man Cerberus besiegt hat, Malefiz gar nicht auf. Keine Ahnung, Hades hat ja sowas gesagt von, ja, ich mache sie alle alleine platt und so, und sagt dann, oh, wer braucht dich denn? Schiss, ich mache das alleine. Wenn man Hollow Bastion vorher gemacht hätte, dann wäre Malefiz, glaube ich, gar nicht aufgetaucht an dieser Stelle. Weil die ja dann schon besiegt ist. Habe ich nie gewusst, ehrlich gesagt. Habe ich auch nur durchs Internet irgendwie zum ersten Mal gesehen. So. Jetzt noch eine Truhe. Schade. Zyanidsteine, aber wahrscheinlich sind die alle wichtig. Ja, guck ich das mal an. Da ist der nächste Kappa, den wir uns stellen. Schön, oder? 50 Plätze. Ja, wie gesagt, da kommen auch Gegner vor, die ja in dieser Welt erst vorkommen. Wenn ich erst den Cup gemacht hätte, dann hätte ich mehr oder weniger diese Welt ein bisschen gespoilert. Was auch nicht schlimm war, aber trotzdem. Wenn schon, dann richtig, ne? Der letzte Boss ist sowieso nicht schwer, also ich könnte den Hades Cup noch vor dem letzten Endkampf machen, weil schwer ist der Kampf gegen den Endboss jetzt nicht. Er ist einfach nur lang. Ich glaube, ich tue uns allen gefallen, wenn ich erst den Hades Cup mache und dann ja den Endboss, dann wird der Kampf nicht so lange dauern. Außerdem so viel sehr stärker werde ich bestimmt auch nicht. Ich meine, ich habe zwar eine XP-Kralle und so, XP-Kralle, Kette ist schon, damit ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Ich glaube, vielleicht dann so viel stärker, weil ich werde vielleicht 2-3 Level oder so stärker, nehme ich an. Da macht dann auch keinen Unterschied. Schleudert dann eigentlich nur den Endkampf, der einfach viel zu lang ist. So. In Akraba. Komischerweise können wir ja durch ganz Agrabah latschen, ohne dazwischen irgendwie, weiß nicht so. Ist schon. Ohne dass im Bereich noch angeteilt ist. Da war im Bosskampf gegen diese Urnen 1000 Fußler Bossgegner Dingen übrigens auch so. Berserker mach mal weg und dann immer Ronatur. Voller AP hast, glaube ich. Und damit du schneller wieder belebt wirst, weil du halt die ganze Zeit verrecken. Also wir können jetzt hier durchgehen, ohne dass es in Gebieten eingeteilt ist. Genau wie beim Boss. Verstehe ich irgendwie nicht, warum das nicht von Anfang an so geplant ist. Ich meine, es geht ja anscheinend. Muss man da irgendwie gucken, ob man die Cutscenes richtig, also nicht, einteilen kann.
man mehrere Gebiete hat oder so. Also nicht. Ich glaube, da wäre irgendwie zu viel verlangt. Also solche Sachen frage ich mich immer. Ja, die ist einfach, was zum? Habt ihr gesehen, wie viel ich abgezogen habe mit einem Schlag? Dann lauf ich da nicht hin, hallo. Guck mal gegen mich abzuwehren, ich kann kontern. Der mich irgendwie an so ein paar Gegner aus Spyro. Ich hab auch irgendwie so designmäßig gesagt. Angriffskraft, Choreografie. Gut, wo ist der Schatz hier? Ach, das soll ich umsonst, hallo? Hier ob schon, wir fehlen immer noch der Martina. Warte mal. Mal kurz hier. Ich will raus hier. Arabische Welt. Verdammt. Da bin ich nach Hause. Ja, man ist noch relativ langsam zu Fuß unterwegs. Finde ich, haben sie in Kingdom Hearts 2 viel besser gemacht. Wenn man einige Fähigkeiten hat, kann man das ganze Level irgendwie düsen. Windeseile. Oh. Boah, ich dachte, er wird wieder jemand anderen. Deswegen direkt die Anvisierung geändert. Aber diesmal hat er wirklich den amüsiert, den ich am nächsten war. Ist ja auch mal was. So ein Spektakel, würde ich sagen. Kann ich hier rausfliegen? Hier ist ein Stein, gut. Da war wieder ein Volltreffer. Ich wünsche mir ein bisschen, die hätten ein bisschen mehr sichtbar gemacht. Man Volltreffer macht. So, was hat? Dann her damit. Oblitamin. Jetzt gerade ein Gegner aufgetaucht. Ja, zwei. Dann nehmen wir. Gar nichts, glaube ich. Ja, runter. Wieder Dragon Ball Xenoverse angewöhnt, damit, wenn man den linken Analogstick reindrückt, runter geht. Deswegen denke ich mal, das ist hier auch so. Aber nein, das ist nicht viel. Kann man auch nie wieder rein. Den ist ja direkt kaputt gegangen, ja. Das Haus von irgendwie, sag ich mal. Duell. Oh. Du auch, okay. Oh. Was, du auch, okay. Oh. Show abzuziehen, Mann. Der Schlüsselschwert passt voll hier rein. Das Pech schwarz. Das ist mein Moor. Noch jemand? Den wollte ich zurückschlagen. Schlagen, schlagen. So. Ja, und der Abpreis ist Luzidstein. Goofy.
war vollkommen volle MP an diesem gelben Strich. Mal rollen wir da rein. Hollow Bastion, ne? Ne, Nimmerland, genau. Wo ich nicht fliegen kann, Mann. Ja, hier haben sie halt auch gemacht. Open World. Der voll stylische Schwert habe ich ja eigentlich. Auch wie gesagt, ne? Oh, hi. Wo fährt der mächtiger Schild? Wow, der mächtigste Schild, klein aber effektiv. Ja, hoffentlich. Ist das Ding putzig? Wer ist hier nicht? Da war nur eine Welle voller Gegner. Okay. Nur eine Welle mit Gegnern? War ein bisschen armselig in die Aktion. Dafür gab es auch noch eine geile Waffe. Nein, nein, nicht hier. Finale liegt hier. Ja, ich habe gesehen, das ist ein Speicherpunkt. Den schnabulieren wir mal kurz. Vorher gehen wir erstmal weiter. Wir können nämlich noch vorher was machen. Das sieht gefährlich aus, gehen wir mal da rein. Das ist herzlos, ein Zeichen wieder. Ja, Rufi, mach die platt mit deinem neuen Schild. Weil jemand an, den ich analysiert hat, habe ich sehen kann, wie viel Schaden gemacht. Ma. Wir wollen mal gucken, wie viel Schaden Ruf jetzt macht. Elixier und keine Dalmatiner. Verdammt. Versuchen. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar. Die Welten sollt ihr mit euren tiefen Schwärzen überziehen. Erscheinen soll es. Das Herz der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz aller Herzen. Alle Herzen, ein Herz. Kingdom Heart, das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen. Die Geburtsstätte des Dunkeln. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch, doch nur für reine Herzen öffnen sich die Pforten des Königreichs. Sieben solcher vom Dunkeln unberührter Herzen, sieben Schlüssellöcher und zwei Schlüssel öffnen jene Pforte in der Dunkelheit. Die Pforten, die dem Licht Einhalt gebieten, dem lichten Herzen bleiben sie auf ewig verschlossen, dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. O ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Und so wurden die Herzlosen geboren. Nehm ich an. Der exakte Raum wahrscheinlich, wo sie erschaffen wurden. Aber gleich, okay. Haben nur zwei Herzlose. Pathetic. Pathetic. Ah. Wer platziert sowas mitten im Raum? Dann Rosia.
So, diesen Abfluss gehen wir in die nächste Folge rein. Ich sagen, weil es jetzt kommt, könnte doch vielleicht ein klein bisschen schwierig sein. Gut, dann beende ich den Part mal hier etwas verfrüht als die anderen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.